was geht? Freunde, wir sind jetzt hier. Ich habe mir gestern extra noch eine neue Härtejacke geholt, weil es kommt ja die kalte Jahreszeit. Wir sind jetzt hier am Olympiastadion und haben heute Community-Treffen hier links beim Imbiss von Olli, wo sich auch mal der Fanclub Blau-Weißes Blut OC Hazeltown trifft. Und es ist sehr, sehr cool. Ich danke im Vorhinein schon mal der Firma Schneebär für Sponsoring der Kaltgetränke. Und es füllt sich langsam. Ich bin wirklich mega aufgeregt. Es ist mega gute Atmosphäre. Alle sind mega lieb zu mir. Viel zu lieb, ist mir schon unangenehm. Alle bringen mir irgendwelche Geschenke mit. Aber das willst du nicht mehr haben? Ich würde es dir geben, gerne. Ey, das kann ich deswegen, weil ich hänge sowas nicht auf. Ich dachte, wenn du irgendwann mal eventuell ein Streaming-Büro oder so hast, das ist das Mannschaftsfoto von damals. Sind alle unterschrieben oder was? Der Slogan, das sind die Spieler von damals gewesen. Genau, ob alle da drin sind, kann ich nicht sagen. Hast du es gekauft? Ich selber gekauft, genau. Aber ich dachte mir so, perfekt. Euroleague. Ja, da waren wir einmal, ist ja eigentlich so die Zeit, die von Hertha mit am besten war in den letzten zehn Jahren. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen dachte ich mir, ist ganz geil. Ey, das ist mir so unangenehm, Zeig. Alter, vielen Dank. Ich brenne mit die ganze Unterschrift, ne? Nee, das nicht, aber nee. Ich hab für deine Wünsche, wenn du mal wieder Stream bist. Ich muss Grüße an meine Chefin sagen, Frau Weiß, beste Chefin der Welt. Die hat es wirklich gemacht. Danke. Grüße an Frau Weiß, danke. Ich hab's tatsächlich schon gesehen, also ich will es jetzt nicht faken. So, oh, was ist das denn? Wir nennen ihn mal Mario A. Der Einfahrt. Wenn wir schon keinen Pokal gewinnen, dann wenigstens du. Hier, guck mal, was da drauf steht. Und der steht in meiner neuen Wohnung auf jeden Fall in der Vitrine. Sehr, sehr geil. Jetzt Apfelschorle. Passt. Heute Apfelschorle. Auf jeden Fall, das ist jetzt hier auch gar keine Werbeveranstaltung oder so, aber Julian und Sabine von der Firma Schneebär waren einfach so lieb, die sind auch aus unserer Community und die meinten einfach, ja, du machst ja immer Community-Treffen, können wir dich da irgendwie unterstützen und die haben heute netterweise die ganzen Getränke unterstützt und deswegen ja, wollte ich das einfach mal erwähnen. Finde ich sehr, sehr nice, dass ihr das gemacht habt, danke euch beiden und ja, organisiert hast du es ja auch, ich muss mich ja um nichts kümmern, vielen Dank. Und ja, wenn es Leute geben sollte, die einen Arbeitsplatz suchen, dann sucht ihr vielleicht auch. Ja, vielleicht. Wir suchen. Ja, wir suchen auf jeden Fall. Ne? Also guckt auf unsere Webseite, da gibt es Jobs, verschiedene Jobs. Meldet euch einfach bei uns, das wäre super. Ja, Link mache ich natürlich wie immer unten in die Beschreibung. Danke euch beiden nochmal. Und jetzt gönnen wir uns noch einen schönen Ausklang. Es ist ja schon 12.30 Uhr. Gehen wir kurz das Trikot an den Gewinner, Marco Richter. Auswärtstrikot diese Saison, unterschrieben von Marco Richter. Hat er gewonnen? XZOA. Sehr viel. Ja, das glaube ich, das hätte ich selber gerne, Alter. Das würde ich auch gerne selber behalten. XL? Ich hatte Glück, weil ich XL passt zu XZVA, da ist er. Ja. Maximal. Hat er auch geschrieben? Maximal. Verbindet hier einfach Leute, die zusammen ins Stadion gehen wollen, die vielleicht vorher alleine waren oder nicht ins Stadion gehen wollen. Man hört verschiedene Geschichten, deswegen ist es ein sehr schönes Gefühl und es macht auch mega viel Spaß. Könnt ihr jetzt noch 10 Stunden weitergehen?
Lewis! Ergebnis, aber gegen eine sehr, sehr gute Mannschaft steht es 1-3. Also sagen wir mal so, wir haben das Glück auf unserer Seite, was man auch manchmal braucht. Zum FC Köln. Nein, in die also, Abo-Falle von Kaminski. Genau, kommt in die Abo-Falle von Kaminski. Das ist der Lord Kaminski. Kommt in meine Abo-Falle. Schön, dass ihr dabei wart. Ja. Schön, dass es diesen Tag gab. Schön, dass er da mal gewonnen hat. Mit dir im Stadion. Unser erster Sieg. Unser erster gemeinsamer Sieg. Zu Null Sieg. Das war unser zu Null noch, genau. Zu Null. Zu Null. Jetzt habe ich zwar meine Hose eingekleckert, aber das ist nicht so schlimm, denn wir haben gewonnen. Und ich muss sagen, das war wieder ein sehr seriöser Tag. Und also er war alles aber seriös. Er war alles aber ein sehr wundervoller Tag. Danke für alle, die dabei waren. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und was sagt man noch? Gute Nacht.